Hallo ihr Lieben und willkommen zum neuen Wochenorakel für die Woche vom 28. Oktober bis zum 3. November. Ja, ich wurde schon gefragt, hey Petra, kommt jetzt das Wochenorakel immer so bald, schon am Donnerstag? Ja, es hat sich jetzt gerade einfach mal so ergeben, statt dass freitags jetzt irgendwie Donnerstag das Orakel fertiggestellt wird, aber einfach, weil es in meine persönliche Planung wesentlich besser gepasst hat. Ja, so ist das nun mal im Leben. Ein bisschen gehört ja da auch dazu, was außenrum noch alles ist. Das Wochenorakel diese Woche ganz besonders geprägt von den Portaltagen. Heute, wo ich das Video aufnehme, am Donnerstag, stehen wir kurz vor der neuen Maya-Welle. Das Video dazu habt ihr ja schon erhalten, auch die Informationen von mir. Morgen geht's los mit der Maya-Welle und Samstag schon direkt mit den 10 Portaltagen. Die 10 Portaltage beschließen die kommende Woche ein komplett. Noch ein bisschen davor, ein bisschen danach. Passt ja jetzt zur komplett. Eigentlich dieses Reading ist fast ein komplettes Portaltag-Reading. Denn das, was wir hier an Informationen mitbekommen, schwingt ja in der Regel schon ein paar Tage vorher, schwingt auch noch ein bisschen nach. Also von daher, ja, es beinhaltet die 10 Portaltage. In den 10 Portaltagen, ich freue mich riesig auf alle die, die das Angebot von mir genutzt haben, die zum Zuschlag gekommen sind, so möchte ich es fast eher sagen, weil ihr hattet es ja ratzefatze ausgebucht, für die Portaltage, für die Befragung des karmischen Rates. Und ich wurde auch gefragt, kommt das nochmal? Und ich habe jetzt dann beschlossen, ja, es wird nochmal kommen, denn wir haben ja dann dieses Jahr nochmal 10 Portaltage am Stück Anfang Dezember. Da werden wir das Ganze nochmal wiederholen und da kommen dann auch die zum Zuge, die diesmal nicht das Glück hatten, bevor es ausgebucht war. Also lasst euch überraschen, denn dieses Reading ist ja wirklich ganz besonders mit der Portaltag-Energie. Ja, was gibt es noch sonst Neues? Ein paar werden es schon gesehen haben. Ich habe jetzt mal eben rausgehauen vorhin das Jahresreading zu einem Specialpreis für 10 Personen. Ja, schlagt zu, denn wenn man Glück teilt, ja, was kann da passieren? Es verdoppelt sich einfach. Und das war meine Devise heute, als ich dieses Angebot rausgejagt habe, ein paar Menschen auch glücklich zu machen mit einem besonderen Preis. So, jetzt aber. Ich habe jetzt wieder viel geplaudert. Wir wollen ja gucken, was kommt denn jetzt tatsächlich vom 28. Oktober bis zum 3. November. Also wie gesagt, fast komplett ein Portaltag-Reading. Und was hier noch besonders war bei dem Reading, und da musste ich etwas schmunzeln, denn ich verbinde mich ja immer mit den Energien und schaue dann, welches Kartendeck spricht mich an und welches Kartendeck will hier Informationen fließen lassen. Und da kam ein Kartendeck zum Vorschein, ein Kartendeck, das Rauhnacht-Orakel. Und ich sagte, oh, die Rauhnächte, jetzt in den Portaltagen, aber Rauhnächte, Portaltage, 10 Stück, ist ja fast schon auch wieder wie Rauhnächte. Deswegen wundert mich schon fast wieder nicht mehr, dass sich dieses Kartendeck da jetzt mit gezeigt hat und unbedingt hier präsent sein wollte. So, jetzt starten wir aber wirklich. Was ist die übergreifende Energie? Es geht um Kristall- und Regenbogenbrücke. Es geht um die Verbindung von allen Ebenen und Dimensionen. Was die Liebe verbunden hat, kann der Mensch nicht trennen. Es kann nur in die Liebe zurückführen. Eine wunderbare Botschaft. Und ihr seht ja, Kristall- und Regenbogenbrücke, also Verbindung über alle Ebenen und Dimensionen. Und das spüren, glaube ich, schon viele von euch jetzt im Vorfeld, schon vor den 10 Portaltagen. Wir träumen sowas von intensiv, teilweise total strange, teilweise kommen Ängste hervor, aber es ist tatsächlich wie in den Rauhnächten, dass wir so super intensiv träumen. Daher wundert mich auch nicht wirklich, dass das Rauhnacht-Orakel hier mit einfließt.
Was passiert hier noch in der kommenden Woche? Es geht um Synchronizitäten. Abgleich der Dimensionen im Licht. Bringe alle Ebenen in dir im Einklang. Hey, jetzt schaut euch das mal an. Eine Doppelbotschaft über alle Ebenen, alle Dimensionen. Da passiert etwas. Und genau das hat es auch mit den Träumen auf sich. Denn diese Verbindung, die hier so intensiv ist und dieses intensive Träumen, das muss so sein, das sind Botschaften. Und auch hier, ich kann nur jedem immer empfehlen, diese Träume aufzuschreiben, weil manchmal kriegen wir nicht sofort die Informationen, aber kurze Zeit später kommen sie dann doch. Und gerade wenn wir Träume aufschreiben, dann zeichnet sich irgendwann ein Muster daraus, wo wir erkennen, warum die Träume genau so kommen, wie sie kommen. Wir gucken weiter und schaut mal, was hier kommt. Der Zauberwald, der Wald der Erkenntnis. Wandle in der inneren Welt, im Zauberwald erwächst du deine Kraft. Der Wald sowieso die Rückzugsoase für uns ohne Ende. Und jetzt wissen wir ja schon, es geht um Erkenntnissen in den Portaltagen und Innenschau ganz viel. Also ihr merkt schon, da wird etwas passieren. Ja, und ich habe die Träume schon angesprochen. Und ja, das Kartendeck Rauhnacht-Orakel kommt hier zum Vorschein und es sagt, Naturwesen der Nacht, schicksalhafte Wendungen geschehen. Puh. Genau das ist es jetzt. Das ist eine Karte, die bezieht sich komplett auf die Rauhnächte. Aber genau das passiert hier trotzdem in diesen 10 Portaltagen. Es ist ganz intensiv, was hier passiert. Und diese Karte, die sagt dir jetzt auch, du wirst gesehen, geprüft und gewogen. Wo warst du ehrlich? Wo hast du gelogen? Das unten wird nach oben gewirbelt. Schaue in deine eigenen Tiefen und ziehe Bilanzen. Was nagt noch an dir? Begleiche deine Rechnungen. Bringe Angefangenes zu Ende. Vergib und versöhne dich. Du bist verantwortlich für dein persönliches Glück. Eine glückliche Zukunft und neue, lichtvolle Zukunftsperspektiven. Das ist echt spannend, was da kommt. Und schaut mal, hier haben wir noch eine Affirmation. Danke, ihr Lichtwelten, möge das Glück mir hold sein, heute und für immer. Eine schicksalshafte Wendung wird geschehen. Und das eben ganz immens, wenn wir so tief träumen. Wow, sage ich nur. Wir gucken jetzt explizit in die individuellen Botschaften. Ich hoffe, ihr konntet euch schon entscheiden. Und wir starten einfach mal für alle, die den ersten Stapel gewählt haben. Um was geht es da? Ich muss schmunzeln. The Return of Aphrodite. Das ist die Geburt einer Göttin. Das ist der Tempel, das ist der Körper. All das, das ist Göttinnenenergie. Die Göttin in dir möchte jetzt angeschaut werden. Die möchte gelebt werden. Die möchte raus. Also, was hindert dich da gerade noch, deine Göttin zu leben? Deinen Tempel zu ehren, deinen Körper zu ehren. Vielleicht denkst du jetzt gerade noch, meine Nase könnte ein bisschen schöner sein. Am Bobbes ist vielleicht ein bisschen zu viel Fett. Ey, ganz ehrlich, glaubst du wirklich, wenn ein Mensch kommt, der dich aufrichtig liebt, dem ist es so mega wichtig, ob am Bobbes ein bisschen zu viel Fett ist und die Nase ein Millimeter zu krumm ist? Das ist demjenigen auf gut Deutsch gesagt scheißegal. Wenn der dich liebt, dann liebt er dich. Erkenne das an. Und das gilt es jetzt nicht nur zu sehen bei einem anderen, sondern jetzt schau in den Spiegel. Schau genau hin, du bist die Göttin. Dieser Millimeter an der Nase und am Bob ist irgendwas, was noch nicht so ist, wie es soll. Ist das wirklich ein Grund, dich ganz selber nicht zu lieben? Werde dir dessen ganz intensiv bewusst und da wirst du jetzt hingeschubst. Denn
sei du selbst. Avalons Engel kommt zu dir. Und ich hole das mal ganz nah her. Avalons Engel. Du bist in gewisser Weise auch ein Engel. Ein Erdenengel. Sei du selbst. Liebe dich mit allen Aspekten. Und da geht es drum auch um Aufrichtigkeit. Aufrichtigkeit ist der Schlüssel zu deiner Kraft. Sei aufrichtig und ehrlich zu dir selbst. Und erkenne, wer du bist. Und da geht es tatsächlich darum. Hole dir deine Kraft zurück. Du bist kraftvoll. Return to Aphrodite, sag ich nur. Darum geht es ganz intensiv bei dir. Das, was hier bei dir passiert und was hier alles hochgekitzelt wird, das hat unter anderem mit Mut zu tun. Mut ist Handlung ohne Angst, gepaart mit Vertrauen. Ohne Vertrauen werdet ihr nicht den Mut in euch erwecken können. Erwecke den Mut in dir selbst. Du bist mutig. Und warum kommt der Mut hier? Da kommt gleich eine Karte dazu. Da geht es drum um Verzeihen. Die Kraft des Verzeihens erschafft Freiraum in euch. Wem oder was hast du noch nicht verziehen? Beginne bei dir selbst als erstes und erkenne, was dahinter steckt. Dann schaue um dich herum. Wem willst du außenrum noch verzeihen? Gehe das an. Das sind wichtige Schritte in dieser Zeit. Und mache dir klar, dass jeder Tag zählt. Das ist so wichtig für dich. Das ist genau das, wo es für dich drauf ankommt. Die Richtung, die du einschlagen sollst. Und diese Richtung, das ist die Richtung, wo es ganz alleine um dich geht. Genau deswegen kommt auch für dich die Seelenkarte Gesundheit. Die Gesundheit, eins unserer wichtigsten Geschenke. Und das ist ein Heilsymbol. Ein Heilsymbol für Gesundheit, denn das ist die Balance zwischen Körper, Geist und Seele. Und alles, was du irgendwo hast, ob körperlich, geistig, seelische Beschwerden, die haben ihre Ursache auf Seelenebene. Wenn dir das jetzt bewusst wird, dass es auf der Seelenebene ist, erkennst du, dass die eigentliche Ursache wo ganz anders liegt, nämlich im Ego. Dein Ego fordert die Seelenebene heraus. Dein Ego tanzt und macht im Endeffekt kleine Tests und sagt, Alibadge, hast du es verstanden? Versteht deine Seele den Impuls, wenn das Ego hier seinen Tanz macht und dich herausfordert? Schau dir das an. Schau dir das ganz tief an. Und dann geht es für dich weiter und auch hier kommt eine Karte aus den Rauhnächten. Eine Opfergabe. Bringe Geben und Nehmen in ein Gleichgewicht. Erkenne hier, wo hast du zu viel gegeben? Wo hast du zu viel genommen, ohne dich erkenntlich zu zeigen? Und genau das soll jetzt in Balance kommen. Die Karte sagt dir, möge der goldene Regen des Segens zu all den Wesen in die Natur strömen. Ich danke euch für euer unsichtbares Wirken. Wow, wir gucken weiter. Alle, die den zweiten Stapel gewählt haben. Was kommt bei euch? Was zeigt sich bei euch? Und ihr seht schon, eine Karte ist hier ziemlich unwillig. Das ist die letzte, das ist die Rauhnachtkarte. Schauen wir dann mal, was hier kommt. Bei euch startet die Woche damit, dass es darum geht, das Herz zu öffnen. Und da wird hier jemand, siehst du das? Da wird jemand getragen. Da ist jemand auch erschöpft. Da ist jemand an dem Punkt zu sagen, ich bin platt.
Und zu sagen, ich bin platt, ist eine große Erkenntnis. Denn dann bist du auch liebevoll zu dir, weil du anerkennst, dass dein Körper gerade nicht mehr kann. Dass du Kraft und Unterstützung woanders her benötigst und du wirst sie auch bekommen, diese Unterstützung. Da kommt die Karte sinnlicher Schwan. In der Ruhe liegt der Fluss. Etwas fließen lassen in Ruhe. Du musst hier nicht Action haben. Ganz ruhig fließen lassen. Dann kommt eine weitere Information für dich. Die, die vor dir kamen, ehren dich. Die vor dir kamen, deine Ahnen, da gibt es Ehre, da sind alle irgendwo glücklich, dass du da bist. Da tragen dich auch deine Ahnen hier. Die tragen dich entlang, weil sie merken, du bist gerade dabei, etwas Wunderbares zu bewirken. Und das, was du bewirkst, ist so atemberaubend, dass sie sagen, hey, jetzt helfen wir und unterstützen dich, weil wir erkennen, du brauchst jetzt eine kleine Pause. Und sie schieben dich da zwar vorwärts, aber sie tragen dich. Und das ist wunderbar, weil du bist in einer Art Befreiungsaktion. Du lenkst gerade alles und das auch für die Ahnen mit. Und das erkennen die Ahnen an. Deswegen hast du alle Unterstützung, die du brauchst. Du wirst hier getragen, du wirst geschoben, wie auch immer. Alles, was du da gerade brauchst. Wow, absolut wow. Um was geht es weiter bei dir? Nämlich die Kraft, die du brauchst. Und hier kommt ein Buch. Und da musste ich gerade etwas schmunzeln, als diese Karte kam. Alles steht geschrieben. Doch alles, was geschrieben steht, kann durch eure Kraft verändert werden. Ja, du bist am Bereinigen für die Ahnenreihe mit. Und das ist es. Du veränderst hier etwas. Deswegen sind diese Portaltage so mega, mega wichtig für dich. Und da ist es wichtig, in diesem Glauben zu bleiben. Der Glaube ist der Glaube an Gott und der Glaube an euch selbst. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Das ist es, was hier geschieht. Für dich ist auch so wichtig, dich immer wieder nach innen zu wenden. Denn diese Innenschau, die wird bei dir etwas bewirken. Und das, was sie nach innen bewirkt, da wirst du auch Information bekommen von deinen Ahnen. Sie werden sich mit dir verbinden und hier ganz tief, ja, nach dem, was du von ihnen hörst, was du zurückgibst an Informationen. Also all das, denk an die Synchronizitäten aus der übergreifenden Botschaften. All das wird hier mitschwingen und das ist gut so, dass es mitschwingt. Denn das, was hier passiert, ist so immens für deine Ahnenreihe mit. Und ja, du wirst merken, das ist etwas ganz Geniales. Wenn du möchtest, kann ich dich auch unterstützen mit einem wunderbaren Ahnenreading. Also schau, was da selber bei dir passiert und was sich hier zeigt. Wir gucken weiter. Bei dir kommt ein Energiezentrum. Und dieses Energiezentrum, der dritte Himmelsstern, Sonarus. Der steht als Energiezentrum oder er ist circa 1,50 Meter über dem Kronenchakra. So in etwa kannst du es einschätzen. Und das ist reine Sonnenenergie. Es ist Sonnenenergie, wie du auch auf dieser Karte siehst. Und diese Energie kommt, die lässt dich strahlen. Die wird auch so arg in dein ganzes Energiefeld strahlen. Du wirst dich auch nicht wundern, wenn Leute dich ansprechen und sagen, boah, du strahlst. Also das ist alles, was hier mitschwingt bei dir. Da ist intensiv etwas am Leuchten in dir.
Und für dich kommt auch aus den Rauhnächten eine Karte, wo es um Öle, Räucher und Duftstoffe geht. Zeit zum Verwöhnen. Du hast es dir verdient. Und die Botschaft dieser Karte ist unter anderem, ich segne, heile und lade mich und meine Räume mit übersinnlichen Fähigkeiten und Lichtwesen auf. Denn das ist es, deine Ahnen kommen zu dir, Räucher, Duftstoffe, also all das gehört hier dazu und eben damit du selber ja, in Ruhe runterkommst. Wow. Wir gucken weiter für alle, die den dritten Stapel gewählt haben. Es ist ja schon wirklich interessant, was sich hier in den ersten beiden Stapeln gezeigt hat. Und jetzt gucken wir direkt bei dir, um was geht es bei dir. Du kriegst die Information, es geht bei dir ganz intensiv um das Hier und Jetzt. Das, was im Hier und Jetzt passiert, ist etwas ganz Wichtiges für dich. Und das, was da passiert, da geht es um den Tempel der großen Göttin. Ehre dich und achte auf dich. Passend zur Maya-Energiewelle, dein Tempel, dein Körper, deine Göttinnen-Energie, die hier ist. Und deine Göttinnen-Energie, guck mal, wer da noch kommt. Das ist Ginifer. Sie sagt, möge deine Gedanken von Liebe reagiert werden. Wow. Das ist Liebe. Liebe, die von innen heraus kommt. Bei dir geht es in dieser Zeit darum, und wir sehen ja schon hier, Tempel und Göttinnen-Energie sei im Hier und Jetzt. Und du wirst... Und guck mal, die Karte, die fliegt schon regelrecht zu dir. Du bist gesegnet. Also du wirst und du bist gesegnet von oben. Ganz intensiv. Und bei dir, wir wissen ja auch, diese Welle, die hat auch ganz intensiv mit Power-Energie zu tun, was hier kommt. Das wird uns Kräfte kosten. Deswegen ist bei dir an der Seite die Drachen der Elemente. Erfahre Reinigung und Schutz aus höchster Ebene. Da wird etwas gereinigt und geklärt bei dir, auf intensivste Weise. Und das, was hier weiter passiert, das ist eine Information außen und innen. Alles, was euch im Außen begegnet, gleicht eurem Inneren. Innen wie außen. Das ist ganz spannend, diese Innenschau. Also bei dir passiert enorm viel im Inneren und das zeigt sich dann auch im Außen und du wirst das merken. Und woran merkst du das? Da kommt auch Weisheit ins Spiel. Weisheit ist eine besondere Gabe. Sie entsteht durch Herzensbildung. Und schau mal, Ginifer hat auch schon von im Herzen gesprochen, also intensiv, was hier ist. Bei dir kommt es aber auch auf Geduld drauf an. Geduld ist eine Tugend. Ja, Geduld, das wollen wir manchmal gar nicht so hören. Ich weiß, dass für viele das so langsam ein Unwort ist. Aber je geduldiger wir werden, umso mehr kann sich hier auch entwickeln. Bei dir kommt ein Energiezentrum, nämlich der erste Himmelsstern, Plenarius. Warum kommt er jetzt? Er befindet sich ca. 15 cm über dem Kopf und dem Kronenchakra. Er steht für Grenzenlosigkeit und auch für Freiheit. Und bei ihm gehst du in eine aktive Verbindung zu den Sternen und in den Lichtstätten in uns. Und das ist eine Verbindung, wo man über sich hinaus wächst. Also du siehst schon, da passiert gerade bei dir besonders viel. Beschränke dich daher nicht, denn hier ist ein intensivster innerer Wandel. Und das wird noch unterstrichen vom Beziehungsgeflecht. Ordne und positioniere dich neu. Das ist ganz spannend, denn ich merke momentan auch gerade in meinem Umfeld, wo Wandlung in Freundschaften, Wandlungen auf Beziehungsebene, Wandlung
ja, mit den Menschen, mit denen man sich umgibt, stattfindet. Und das ist es, was hier bei dir kommt. Diese Karte sagt zu dir, wer ist wertvoll für dich? Was ist deine Position? Welche Beziehungen möchtest du vertiefen? Wie kannst du Beziehungen vertiefen? Welche Beziehungen wollen geklärt und gereinigt werden? Welche Beziehungen wollen nun endgültig losgelassen werden? Und welche neuen Beziehungen wollen geknüpft und verstärkt werden? Du siehst intensivste Wandlung. Die Affirmation, ich vergebe, versöhne, lasse los und wähle Wege in Verständnis, Güte und Sanftmut in Beziehungen. Wow, also, ich bin am Ende angekommen und ihr seht schon ganz intensiv, was hier passiert in der kommenden Woche, in den Portaltagen, aber eine ganz wichtige Zeit für uns alle. In diesem Sinne, Licht und Liebe für euch alle und Namaste.